Zum guten Morgen-Stream. Kurze Lernpause. Ich will ein bisschen Zum weitermachen. Guten Morgen-Stream. Sound funktioniert auch. Heute mal ohne Kamera. Ja, Freunde. Es gibt wieder einen kleinen Star Wars Stream. Ich habe den auch gar nicht groß vorbereitet. Heute mal ohne Kamera, weil ich sehe noch fürchterlich aus. Wir wollen den falschen Imperator jagen. So weit sind wir in der Geschichte. Entschuldigung. Schauen wir gerade mal während dem Ladebildschirm, ob... Ja, das kann ich doch garantiert einblenden. So. Genau. Das ist der Ablauf. Wir haben gestern eine Battle of Ilum gemacht. Ich habe dann den Stream abgebrochen, weil ich einfach immer noch nicht fit bin. Heute wollen wir False Emperor machen und in der Ilum Storyline weitermachen. Wir sind sozusagen auf, laut diesem Diagramm, auf, ja, halbem Wege. Wobei, ja, werden wir sehen. Level 52 und wie gesagt, heute ohne Kamera. Und mal schauen, wie lange ich streamen kann. Ich versuche so lange wie möglich durchzuhalten. Beziehungsweise werde ich nicht. Ich werde es so lange machen, wie es halt okay ist. Und wir haben Post. Chaser wieder. Also sie ist komplett wild, ne? Was hat sie da? Wieder eine Sith-Opernsammlung. Die Freuden der Ehre. Eure Frau zu sein ist so aufregend, mein Sith-Lord. Aber was ist eine Hochzeit wert, wenn ich sie nicht meinen Feinden unter die Nase reiben kann? Okay. Ich konnte nicht widerstehen und habe dem Haus Organa eine Mitteilung über unsere Vereinigung zukommen lassen. Genauso wie dem Hohen Rat der Jedi. Okay, sie ist echt durchgeknallt. Das Haus Organa war nicht sehr erfreut, doch die Reaktion war noch milde im Vergleich zu dem, was der Jedi-Rat von sich gab. Stellt euch nur vor, der dort so geschätzte Padawan ist jetzt die Frau des mächtigsten Sith der gesamten Galaxis. Schade, dass Nomen Kahn nicht zur Feier erscheinen konnte. Wenn ich ein Jedi geblieben wäre, hätte ich auf all diese Annehmlichkeiten verzichten müssen. Ich danke euch, mein Lord. Mein Sith Lord, mein Ehemann. Ja, sie ist wirklich total der dunklen Seite verfallen und der Leidenschaft. Sehr interessant. Dann komm, dann geben wir gleich mal diese Sith-Opernsammlung. Nett. Sie sagt immer, nett. So. Wo geht's denn überhaupt weiter? Der falsche Imperator. Ja, genau. Ich lese euch das gerade noch vor, solange die Stimme noch einigermaßen funktioniert. Darth Malgus hat ein neues Imperium ausgerufen, das frei von engstirnigen Richtlinien... Ah, das habe ich letztes Mal schon vorgelesen, ja.
Während du damit beschäftigt warst, Ilum zu sichern, hat Malgus den Thron des Imperators eingenommen und Anhänger aus den entlegensten Bereichen der Galaxis um sich geschart. Darth Malgus hat einen Angriff auf Ilum eingeleitet, um die adeganischen Kristalle des Planeten zu sichern. Ja, also wir müssen zu dieser, warum laggt denn der Server so? Zu dieser, wie sagt man, Weltraumfabrik mit Alien-Technologie möchte der Darth Malgus eine riesige Tarnflotte bauen, glaube ich, was? Und wir haben im letzten Teil diese unglaublich, er sieht richtig fett aus, diesen Tarnkappenflieger, dieses Tarnschiff gestohlen. Und ich hoffe, dass wir das jetzt öfters benutzen können, weil das wäre natürlich echt eine feine Sache. Hallo und herzlich willkommen zum Stream. Ich bin erleichtert, euch wiederzusehen, mein Sith Lord. Ich habe mit dem Tarnjäger einen Testflug gemacht und einen vollen Systemtest durchgeführt. Wir können zu Malgus Station aufbrechen, sobald ihr den Befehl gebt. Er hat überlebt. Cool. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Habt keinen Zweifel. Das Imperium wird Erfolg haben. Jetzt macht euch bereit. Es wird Zeit, dass wir einen falschen Imperator niederstrecken. Oh ja, das wird es. Schauen wir uns mal die Szene an. Tatsache. Also wir konnten auf jeden Fall schon mal ungesehen landen und jetzt ist der Hangar hier komplett voll mit Feinden. Willkommen im Herzen unseres neuen Imperiums. Ich bin Arkis Wode, Ingenieur, Architekt, Künstler. Dient Darth Malgus gut, dann werden meine technologischen Schaffungen euch dienen. In Ordnung. So. Oh, das ist aber ein Haufen Zeug. Wir haben wieder so einen Unterstützungsdroiden gekriegt. Der hält richtig was aus. Okay. Der tankt wirklich wie eine Eins. Lass ihn einfach mal machen. Entschuldigt bitte, dass ich so husten muss. Aber die Grippe ist immer noch. Ist einfach immer noch. Nicht ganz weg. Schwierigkeitsgrad zieht an, finde ich geil. Was erzählt er wieder? Mit der korrekten Anwendung von Technologie. Er macht das Unmögliche zum Leben. Wir können schneller reisen als Licht. Wir können in Wochen eine ganze Flotte bauen und wir können das Sichtbare unsichtbar machen. Also wenn ihr meine Ingenieure bei Meisterleistungen beobachtet, die Macht wie eine Kinderei aussehen lassen, denkt daran, dass alles möglich ist. Also ist er tatsächlich dieser geniale Techniker oder Wissenschaftler, der Darth Malgus, das Nonplusultra,
an Technik baut. Wie eben dieses Tarnschiff. Den wollen wir eigentlich nicht töten, den wollen wir eigentlich für uns haben. Das ist so cool, dass man hier die... dass man die fetten Droiden so Macht wirken kann. Als erstes töten, weil der heilt. Sauber. Eine geile Ini, tatsächlich. Das sind wieder die Bonusziele. Die Trandoshaner sind grimmige, loyale Krieger. Es war kurzsichtig vom Rat der Sith, sie zu meiden. Ich find's schade, dass wir gegen Darth Malgus kämpfen müssen. Eigentlich würde ich ihn gerne. Ich gerne mit ihm verbinden irgendwie. Oder ihn bekehren. Irgendwie laggt der Server ein bisschen. Keine Ahnung warum. Kann ich das damit nicht verhindern? Also mal lesen. Ja doch, das hätte eigentlich funktionieren müssen. Deswegen habe ich mich auch schon gewundert. So schnell stirbt man nicht. Das sagt's jedes Mal. Knackige Gruppen. Also wenn ich jetzt diesen Tankbot nicht hätte, der ist auch echt bockstark. Die Dinge angrabbeln können wir ja. Also extra Umwege werde ich nicht machen. Boah, wieso laggt denn das so? Ist ja nicht mehr feierlich. Das ist doch kurzzeitig. Oh, raus da. Oh, da müssen wir aufpassen, dass er uns nicht runterhaut. Geht das? Was ist das? Ach, auch eine Notkoldo-Station. Muss ich zum Glück gar nicht benutzen, weil Jayza ist so stark, was das Heilen angeht. Die Tarnflotte.
Diese Schiffe werden die Galaxis auf unsichtbaren Flügeln formen. Solche Großartigkeit konnte nur durch die Vereinigung der Fabrik mit dem Technikgenie der Anomiden erlangt werden. Noch ein paar Upgrades. Und die Droiden der Fabrik können adiganische Kristalle verarbeiten und in Rekordzeit Tarnstaffeln konstruieren. Also geht's doch in Tarnstaffeln tatsächlich. Hat unsere Technologien vereint, so wie er die Galaxis vereinen wird. Schau mal, ob das geht. Bye bye. Geil, hat funktioniert. Zwei Teile, ne, dann schaffen wir das doch nicht, aber egal. Brauchen wir sowieso nicht. Genug herumgehangen. Lassen wir aber keinen liegen. Das sieht schon geil aus hier. Da haben sie sich wirklich was einfallen lassen. Wow. Ich kann nicht helfen. Jäger sind hinter mir her. Haltet nach Verteidigungsgeschützen Ausschau. Krass, Imperator Malus, grüßt euch. Kann ich schieben? Nee, kann ich nicht. Jetzt ist es auch mit dem Schwierigkeitsgrad nur sein. Es nimmt halt die Intensität des Bombardements zu hier. Geschützsteuerung nutzen müssen, um das Schiff abzuwehren, weil das einen sonst komplett zerbombt, glaube ich. Boah, das ist viel stärker. Nice, guter Fokus. Danke dafür. Das
Schild. Den brauchen wir dann nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht. Das ist der Tankgürtel, alles klar. Jetzt weitergehen. Heute Morgen ist der Stream, Entschuldigung, leider ohne Kamera, weil ich noch echt so schnell stirbt man nicht. Zerstört bin. So eine Grippe wie dieses Jahr hatte ich noch nie. Das ist nicht mehr zum Zocken langt. Vielleicht unsere neuesten Aufrüstungen bemerkt. Verbesserte Turbolaser haben die letzte Geschützgeneration abgelöst. Spezialisierte Flugskanonen können Großkampfschiffen mit einem einzigen Schuss zerstören. Aber was am wichtigsten ist, wir haben hochmoderne Tarntechnologie installiert. Diese Station ist vollkommen unsichtbar. Vom Himmel herab wird unser Imperium die Galaxis vereinen. Und Darth Malgus wird unser Imperator sein. Sehr gut. Mach mal so die kleinen kaputt. Alter, wie viel CC haben die? Echt froh, dass wir diesen Gefechtsunterstützungsdroiden haben. Boah, sieht das, diese Aussicht ist geil. Ja, das sieht echt aus wie das Geschütz im Todesstern. Vielleicht doch nicht nur eine Tarnflotte, sondern auch vielleicht das volle Programm. Das Ende naht. Gut. Haben wir noch was zum Zerstören? Nee. Dann. Na komm. Der lootet einfach. Auch nice. Erst 40 solche Streitkräfte erledigen. Ist zu viel, aber das läppert sich. Ah, die Musik ist auch richtig geil. Die imperiale Flotte ist eingetroffen. Oha, jetzt müssen wir den Reaktorkern zerstören, bevor die Flotte auseinandergenommen wird von den Tarnschiffen. Ah, oh, da ist er. Ich konzentriere mich jetzt einfach mal nur auf diesen einen. Wer ist hier? Auch. Komplett
Nehmen wir sie gleich an. Ihr seid im Energiekern, die Schaltzentrale dieser Raumstation. Und mein Reich, wenn ihr kein Mitglied des Schisma-Kollektivs seid, kehrt um. Ihr habt hier nichts zu suchen. Versucht uns jetzt zu vertreiben, oder was? Mhm. So. Ihr seid im Energiekern, die Schaltzentrale dieser Raumstation. Und mein Reich, wenn ihr kein Mitglied des Schisma-Kollektivs seid, kehrt um. Ihr habt hier nichts zu suchen. Das sind die fetten Prototypteile. Okay. Dann wollen wir mal. Ach, diesen AOE, da muss ich aufpassen. Genug herumgehangen. Schieben können wir nicht. Aber so viel aushalten tut sie gar nicht. Ich muss jetzt irgendwie unterbrechen. Ah, okay, das war das Schild. In Ordnung. Unser Unterstützungsdruide tankt fleißig. Okay, die sahen viel gefährlicher aus, als sie jetzt zum Glück waren. Jetzt habe ich was gut. Oh, wieder so eine fette Gruppe. Seht euch um. Diese Station ist ein Zeugnis der technischen Fähigkeiten der Anomiden. Das alte Imperium reinmachen. Aber ich habe ihre Talente gefördert und angenommen. So entsteht Stärke aus Toleranz. Ja, Juggernaut macht richtig Bock. So langsam spiele ich doch nicht mehr ganz so hässlich. Ich glaube, ich bin richtig beherrscht. Sieht das dann auch richtig gut aus. Okay, wir müssen jetzt uns langsam beeilen. Hm? Im Hintergrund die Flotte schon kämpft. Das ist nicht besser, oder? Ah, Kontrollturm, nice. Jetzt habe ich was gut. Werde das genießen, mein Sith Lord. Falsche Kraft! Mit nur einer Bewegung werden unsere Fluxkanonen abgefeuert und das imperiale Großkampfschiff wird zerstört. Das Schisma-Kollektiv hat diese Kampfstation zum größten technologischen Wunder der Galaxis gemacht.
Nicht einmal eure gesamte Flotte könnte uns besiegen. Die imperiale Flotte wird dieser Kampfstation die Luft abdrücken, aber zuerst seid ihr an der Reihe. Hilfe! Hilf mir doch jemand! Oha. Das ist HK, ja, das ist HK. Ruhe, Fleischsäcke. Keine Bewegung, Sith. Ihre Macht kann meine Zielinformationen nicht beeinflussen. Der erste Schuss wird sie bewegungsunfähig machen. Der zweite wird ihre Eingeweide auf dem Boden verteilen. Ich möchte einen Namen hören. Na los. Bemerkung. Ich bin HK-47. Kommandant der Fabrik und persönlicher Exterminator von Imperator Malgus. Waffen bereit. Tötungsprotokoll aktiviert. Darauf habe ich mich gefreut. HK-47. Boah, ja, stimmt. Ich erinnere mich, der kann auch ein bisschen was. Ne? Notiz. Machen Sie sich für Ihr Ende bereit. Kann ich den nicht unterbrechen? Ach so, das hat er gemeint mit Machtfähigkeiten. Organischen Schwächen belustige mich. Aha. Spock, Ihre organischen Schwächen belustigen mich. Sagt er immer Spott, bevor er mich beleidigt. Das ist echt schade, dass wir uns schon so gut angewöhnt zu unterbrechen. Zack. Master Bodes Upgrades haben mein Tötungsprotokoll perfektioniert. Warnung! Ernste Schäden erlitten. Systeme brechen zusammen. Oh, gute Hosen. Sehr nice. Zwar Tankhosen, aber egal. Ziehen wir sofort an. Die sehen, glaube ich, auch geil aus. Ja, ja. So schnell stirbt man nicht. Ja, ja. So schnell stirbt man nicht, sagt sie immer. Wenn sie wüsste, wie sehr sie mir damit auf den Keks geht. Also. Eigentlich haben sie das Ding hier nicht abgefeuert. Klar, und da ist er, der Arkistbode. Also nicht töten, sondern wir wollen ihn für uns haben. Waffen! Verstärkung! Hilfe! Oh. Bitte, diese Dinge, die ich gesagt habe und HK, das war alles ein Missverständnis. Bitte lasst mich am Leben. Sabotiert eure Tarnflotte und das Imperium wird eure Verbrechen ignorieren. Aber das wird Stunden dauern. Gut, ich werde die Generatoren der Fabrik überladen.
Das wird katastrophale Auswirkungen auf die Hangars haben. Vielleicht können wir ihn noch nutzen. Ich werde auch unsere Fluxkanonen so programmieren, dass sie auf die Tarnflotte zielen. Alles, um unsere Rettungskapseln zu schützen. Und natürlich die imperiale Flotte. Tja, so schnell kann man den Arbeitgeber wechseln. Genug herumgehangen. Wunderbar. Die Station feuert auf ihre eigene Tarnflotte. Ich schätze mal, dass ihr dafür verantwortlich seid. Ja, wer sonst? Das sieht wichtig aus. Hier sind schon imperiale Wachen. Steuerungskonsolen lassen wir. Wir wollen direkt zum Chef. Ihr wagt es, mich alleine anzugreifen? Wie kühn. Wie töricht. Er ist der einzige Plan, den wir haben. Chondrus Berani. Okay. Jetzt habe ich was gut. Nicht aufgehalten werden. Wahaha. Das ist ein ziemlich cooles Scharfschützengewehr. Kurzer Prozess. Ah, das sieht geil aus, ne? So richtig imperiumsmäßig. Ein Unterschlupf eines Sith Lords würdig. Sowas brauchen wir auch. Ah, geil. Schaut euch die Pose an. Thank you.
Wo müssen wir hin? Ah ja, genau, auf die andere Seite. Dann lassen wir die Wachen mal hier in Ruhe. Saal. Jetzt wird's jetzt spannend. Jetzt habe ich was gut. Aber wir sind auch schon Level 52. Was uns einen leichten Vorteil gibt, möchte ich behaupten. Wow, geil. Geiles Szenario. Der Zorn des Imperators. Wie passend, dass wir uns in seinen Gemächern begegnen. Er war so nett und hat mir seinen Thron warm gehalten. Willkommen in meinem Thronsaal. So viel Geschichte. So viele glorreiche Tage, die verstrichen sind. Der Imperator ist tot. Lang lebe der neue Imperator. Tja, er ist einfach brutal cool, aber... Probieren wir das mal. Also ich hätte es normalerweise nicht gemacht, aber mich interessiert's. Ich respektiere eure Beharrlichkeit, Malgus, aber nicht euren Herrschaftsanspruch. Ihr seid nicht so töricht, wie ihr ausseht. Das Imperium vergeht, aber ihr, ein Fremdling, würdet alles opfern, um eure Unterdrücker vor dem Wandel zu beschützen. Erkennt ihr es denn nicht? Unser Überleben fordert ein neues Imperium, gestärkt durch Allianzen mit Fremdlingen und Toleranz. Ich habe die Schwäche des Imperiums erfahren. Wir müssen uns verändern, um zu überleben. Aber ihr habt dazu den falschen Weg gewählt. Ihr seid scharfsinnig, aber ihr habt noch viel zu lernen. Meine Tarnflotte wird eure Flotte zerstören, so wie ich euch zerstören werde. Deine Tarnflotte ist kaputt, Warnung. Junge. Kritische Explosion auf der Fabrikebene entdeckt. Generatorenmanuell von Benutzer Arkis Vode überladen. Genug. Notfallwarnung. Energiekernüberbrückung aktiviert. Selbstzerstörung initiiert. Malgus der Verräter, im Namen des Imperiums werde ich euch zerstören. Sterbt oder besiegt mich. Das Imperium wird in jedem Fall neu geboren. Ja, ist einfach cool. Für das neue Imperium. Ich muss jetzt aufpassen, dass wir uns nicht irgendwo hinunterschubben. Wie ich höre, nennt der Großmoff mich Malgus, den Verräter. Sagt mir, hat mein Verrat wehgetan?
Kann ich ihn Macht würgen? Nee, kann ich nicht. Das kann ich nicht mal brechen. Genug der Spielchen. Fühlt den Zorn eines Imperators. Beeindruckend, aber das wird nicht reichen. Ich entscheide, dass der Unterstützerbot so stark ist, dass er ohne weiteres Darth Malgus hier tanken kann. Genug herumgehandelt. Ich hätte euch auf Illum töten sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Das stimmt. Eure Flotte ist dem Untergang geweiht und mit ihr das alte Imperium. Oh, jetzt wollte ich ihn da runterschucken. Als episches Ende. Zack. Da liegt er. Der falsche Imperator ist entthront. Ich lasse nicht zu, dass ihr Malgus in den Tod folgt. Ich hole euch in den Hangar ab. Ausgefallen. Kernenergieniveau kritisch. Warnung. Berechneter Explosionsradius beträgt 1,92 Kilometer. Minimale Sicherheitsdistanz 2,4 Kilometer. Okay. Reaktorüberladung. Primärsysteme ausgefallen. Kernschmelze steht bevor. Dann raus hier. Da draußen tobt die Schlacht. Das wollte ich euch noch zeigen. Okay. Aber wie komme ich jetzt hier raus? Lass mal schauen. Ich muss einfach nur zurückkehren. Mal schauen, ob man hier stirbt, wenn man zu lange braucht. Das könnte nämlich wirklich passieren. Gut, hier geht's nicht raus. Eigentlich müsste man zum Terminal rausgehen. Nee. Jetzt habe ich was gut. So schnell stirbt man nicht. Ich bin auf die Gefahr, dass ich jetzt eine coole Sequenz verpasse, aber das funktioniert nicht. Das auch nicht. Flashpoint. Okay. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurückrennen? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Schnellreise ist hier nicht möglich. Die Station explodiert und wir kommen nicht mehr raus. Jetzt ist die Frage...
Es wird auch nichts auf der Karte angezeigt. Also gut, dann den ganzen Weg zurück, bevor das Ding uns um die Ohren fliegt. Genug herumgehangen. Mich würde echt interessieren, ob das so geplant ist, ne? Dass ich kann mir fast nicht vorstellen. Hier steht Bereich verlassen. Gott, das will denn klar. Das war verdeckt. Es tut mir leid. So, wir haben Darth Malgus besiegt. So, also, dann gehen wir zurück. Es laggt so brutal. Unglaublich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mein Sith Lord, es ist uns eine Ehre. Der Rat der Sith ist höchst beeindruckt von eurer Leistung. Malgus der Verräter ist tot. Ihr habt den falschen Imperator vernichtet. Das war nichts Besonderes. Das ist eine Untertreibung. General Hesker, eure Dienste für das Imperium sind wie immer tadellos. Was gibt es Neues vom Schlachtfeld? Unsere Flotte hat Verluste erlitten, aber die Überlebenden konnten entkommen, als die Station explodierte. Der Bergungsdienst durchsucht bereits das Wrack. Hervorragend. Im Gegensatz zu Malgus' Behauptungen ist das Imperium stärker als je zuvor. In der Zwischenzeit verlässt die Herde des Verräters die brennenden Ruinen seiner ketzerischen Revolution. Die Stärke des Imperiums schwindet. Unser Überleben könnte davon abhängen, dass wir ein paar Ideale des Verräters übernehmen. Der Rat der Sith kennt die Überzeugungen des Verräters. Wir werden das anderswo diskutieren. Wir befinden uns in einer schwierigen Lage. Der Geheimdienst wurde aufgelöst, ein Großteil des Rats der Sith niedergestreckt und die Kinder des Imperators besiegt. Aber wir stehen an der Schwelle eines neuen Zeitalters. Unsere Stärke erholt sich bereits nach dem Sturz von Darth Malgus. Die Macht des Imperiums lebt auf, mein Sith Lord. Für die Sith und all unsere Bürger werden wir die Galaxis erneut beherrschen. Ja, das klingt gut. So, jetzt muss ich aber gucken, was ich für ein Schwert bekommen habe hier. Ich habe bekommen des Züchtigers des Bollwerks. Ein Bollwerk habe ich schon bekommen. Also nehme ich des Züchtigers natürlich. Für DD. Geil. Das ist um einiges stärker. Richtig fett. Die Rüstung sieht auch gar nicht schlecht aus. Der Helm sieht richtig übel aus. So, das Bollwerkschwert. Kann man ihr das geben? Nee. Wir können sie auch mal anders anziehen irgendwann. So. Das war jetzt die Geschichte da wie.
Reise zur imperialen Flotte. Habe ich hier noch was? Ilum. Dann schaue ich gerade mal auf meinen Chart. Ich würde sagen, wir reisen mal zurück zur Flotte. Um diese Quest abzugeben. Vielleicht finden wir dann auch tatsächlich diesen Questgeber mal. Weil der war schwer zu finden, als wir die Direktive 7 gemacht haben. So. Dann wollen wir mal schauen hier. Boah, das leckt so übel. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Das können wir nicht nutzen. Wie sieht der Helm aus? So, den haben wir, glaube ich, schon auf der Bank. So. Ja, Darth Malgus ist besiegt. Nicht schlecht. Den können wir auch verkaufen. In Ordnung. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Jetzt muss ich mal schauen, wo es weitergeht in der Geschichte. Leben Sie wohl. Was ist das? Wie sieht das aus? Nee. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. So, wir hatten da noch eine Quest offen, die wir abgeben können. Was ist das? Ah ja, okay. Das sieht nach Auftragquest aus. Ihr seid also der Zorn des Imperators. Es wurde höchste Jawohl. Zeit, dass wir uns endlich kennenlernen. Worum geht es hier? Ihr seid das letzte und wichtigste Stück in meinem Plan, die Republik bis ins Mark zu erschüttern. Ich würde euch gerne mehr erzählen, aber das tue ich lieber bei einem persönlichen Treffen. Ich verspreche euch, dass wir das Angesicht der Galaxis ändern werden. Oh, er hat keine kleinen Ansprüche, das gefällt mir. Angefangen mit Typhon. In Ordnung. Jetzt habe ich was gut. Okay, Entermannschaft. Das war doch so eine Low-Level. Also gut, hier geht's auf dem Markcap weiter. Das ist aber erst ab 55. Können wir noch nicht machen. Also will ich noch nicht machen. Ich will jetzt erstmal sofortige Rache abschließen. Das war hier sofortige Rache. Zeige alle autorisierten Ziele an. Bin gespannt, ob wir jetzt diesen Questgeber finden. Aber vorher genießen wir den Flug. Die sehen einfach geil aus, die Raumschiffe. Kann man nichts sagen. Und wenn wir die abgegeben haben, dann schaue ich erstmal auf dem Chart, wo es denn von der Geschichte noch weitergehen würde, dass wir von der Story auch wirklich nichts verpassen. Es war auf jeden Fall noch nicht Markep. So, wo ist der Hoshi? Ist am Operationsterminal, können wir nur aufnehmen, ne?
Tatsache, ja. Es ist wieder das gleiche Theater wie letztes Mal. Wo ist dieser Typ? Sofortige Rache. Moff Gideon. Er kann im Wissenschaftsquartier auf dem Missionsdeck gefunden werden. Aber wo soll das sein? Wissenschaftsdeck. Na, dann durchsuchen wir das Ding mal. Der gibt nur. Abschaum und Verkommenheit. Oh, das ist gut. Dann können wir mit Schnellreise. Jetzt habe ich. Das müsste doch irgendwo bei Direktive 7 hier reingehen. Kann ich aber nicht betreten. Ich dachte mir nämlich, das hier ist die Forschungsstation. Ja, er will nur starten. Das ist echt ärgerlich, so eine Quest zu haben und da nicht abgeben zu können. Gut. Dann suchen wir mal da weiter. Aber da dürfte halt auch gar nichts sein. Das Ding müsste offen sein neben. Hier geht's nicht zufällig. Ja. Dann schauen wir mal auf das Chart. Einen Moment. So. Ah, ich weiß jetzt auch, warum es geruckelt hat. Ich hatte die Monitoraufnahme noch dabei. Also, dann schauen wir mal. Wir haben den falschen Imperator gestürzt. Jetzt sagt er hier, dass die Operation drankommen würde. Eternity Vault und Karagas Palace. Und danach die Flashpoints hier. Schwarzes Loch. Terror from Beyond Sektion und dann Markep tatsächlich. Eigentlich müssen wir nach Markep reisen dann, weil diese Operation, da muss ich lange warten. Gehe ich davon aus. So, jetzt läuft das nämlich auch 10-mal flüssiger als vorhin. Ah. Sehr schön. Ja, jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Operation. Tragen wir uns einfach mal aus Jux ein. Vielleicht springt es ja gleich auf. Kann man da eigentlich die nicht auch noch wählen? Nee, das sind dann... Kann man in der Gilde fragen. So, dann gehen wir mal zurück. Gehen wir mal zum Kartellbasar, da war ich schon ewig nicht mehr. Genug herumgehangen.
So. Der Kartellmarkt. Ah, ich erinnere mich, da gibt es die coolen Kopfgeld-Aufträge. Schauen wir uns noch den Hutten mal an. Rufhändler, Rufhändler. Die sind einfach cool gemacht. Schiefwinkelrüstung. Ah, ich erinnere mich. Die war ziemlich verschärft. Ja. Gerade mal schauen, ob wir hier günstigen Relikt finden. 16 Millionen. Wahnsinn. Frag mich halt, ob ich nicht irgendwo Relikte bekomme, bevor ich hier Kohle ausgebe dafür. Feuerknoten. Nee, da gebe ich gar nichts zu aus. Ich glaube, ich kann die auch selber herstellen. Nee, wir machen auch, glaube ich, genügend Schaden mit dem neuen Schwert sowieso. Und für die Story reicht's. Reicht's tausendmal. Ja, Freunde. Für mich wird's auch wieder Zeit. Ich muss wieder ab ins Bettchen, bisschen was lernen und schlafen. Ich bin einfach noch nicht fit. Ich hoffe, euch hat's ein bisschen Spaß gemacht. Darth Malgus ist gestürzt und wir werden das nächste Mal wohl auf Markep weitermachen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.